Wir fassen für euch in der UV-Video-Wochenschau wieder ein paar Meldungen des Tages zusammen. Landkreis verkauft Vechta Gesundheitsamt für LZO-Neubau. Der Kreistag will damit den Weg für die Umgestaltung des neuen Markts im Stadtzentrum freimachen. Der Kaufpreis für das Gesundheitsamt in Höhe von 920.000 Euro geht komplett an das Land Niedersachsen. Dinklager Politiker sprechen über die Schulen im Jahr 2018. Das Brandschutzkonzept der Grundschule Höhnermark muss umgesetzt werden. Bei der Oberschule soll der Eingangsbereich West neu gestaltet und die Innenhöfe der Kardinal-von-Galen-Schule sollen in Angriff genommen werden. An diesem Wochenende heißt es wieder Dirndl oder Lederhose an und ab nach Lohne. Der TuS Blau-Weiß-Lohne und der Tennisverein Lohne veranstalten am Samstag ab 18 Uhr die 6. Lohner Oktoberfest-Gala. Am Sonntag lädt dann die Stadtkapelle Lohne zu ihrem traditionellen Frühschoppen ein. Einlass ist ab 10 Uhr. Und ebenfalls an diesem Wochenende werden in Vechta die Uhren wieder weit zurückgedreht. Denn im Zitadellenpark finden die Burgmann-Tage statt. Am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Und am Sonntag bitte nicht vergessen, zur Bundestagswahl zu gehen. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet und egal welches Wetter ist, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, bitte geht zur Wahl und gebt eure Stimmen ab, denn jede gültige Stimme zählt und jede Stimme ist wichtig.